als abgeht. Ich will vorweg Severin Bader, Leuenberger Fritz und Hadu Urs aus den drei Referenten danken, den Vormittag mit euch bestreiten. Weiter wird ja gerade den Landeigentümer, wo wir die Kulturen anschauen, danken. Sie werden ja auch etwas dazu sagen. Ein weiterer Dank geht der Turnhausgesellschaft Kölper. Wir können hier Gastrecht geniessen. Auch aufgrund des Wetters habe ich das Gefühl, dass es auch nicht schlecht ist. Wir können die Schermen schleifen. Jetzt kommt es doch noch etwas besser, als ich befürchtet habe. Wir können ja schon auch ein bisschen aufsuchen. Und schauen, wie es so aussieht. Wir haben sehr schöne Kulturen hier. Sehr schöne Frühling gehabt. Wenn nicht, kommt Sekt. Ja, jetzt ist halt halb, ist der halbe Bauer nicht dabei, um Felder zu kommentieren. Aber ich will das auch ohne. Ich habe einfach sehr viele Kästen gemacht. Sobald man kann, gute Bodenbedingungen hat, wäre es nachher die zu häufeln. Blöd, die dem nachher absetzen. Das sind auch immer häufige Partner, die früh auflaufen. Also schauen, dass ihr die kennt. Wir haben andere Jungfrüppel, die ein ganz samtig weiches Blatt. Die sieht ähnlich aus wie ein Slingenblatt oder so. Wohlig behaart. Erdmandelgras. Erdmandelgras ist unterwegs in der Region. Glaubt nicht, das ist das Buchsigras. Das kommt durch mit den Maschinen, mit Lohnarbeitern und mit dem überbetrieblichen Maschineneinsatz. Hey, dachte ich auch. Ich kann von meiner Seite verfließen. Kurz ein paar Sachen drin. Auch am Schnee kann ich die Füße machen. Heute kommt ein Dämpfer in die Füße. Ich bin drei Grad. Und dann kommt ein Dämpfer in die Füße zusammen. Bauzomen sind so mein Thema hier. Ihr seht hier zwei Bits. Es sind beides 33 vom Schneider Markus. Leider. Entschuldigung. Schneider, Markus, übernahme Gruppe, Wessigen. Und kann ich kurz schnell erzählen, was hier gegangen ist oder noch geht jetzt gerade. Eben hier im 14. anblühen. Direkt zusammen, mehr Düngung, 76 Kubik Presswasser. Dann im 15. ziliert. Ferner ziliert, dann ein bisschen durchs Heu ein.